Ja, YouTube, Ford Focus RS, Ford Focus RS, geht auch nicht jeden Tag. Heute unter anderem noch ein 7er GTI und zwar ein Kunde, der bereits schon eine Software bekommen hat von dem Mitbewerber und der ist nicht ganz so zufrieden, sondern ein paar Kleinigkeiten, sage ich mal, jetzt nichts Großes, aber das Gesamtpaket macht es einfach. Hier ist zum Beispiel eine Schubabschaltung appliziert in jedem Gang vom Getriebe, das heißt in D, in S, in M, überall. Und die Schubabschaltung ist appliziert ohne irgendeine zeitliche Begrenzung. Das heißt, egal in welchem Gang er fährt oder während Drive fährt oder manuell runterschellt, hört die Schubabschaltung im Endeffekt nicht auf, solange sie im Drehzahlband ist, wo sie aktiv ist. Und das ist doch relativ nervig. Und in meinen Augen klingt das auch nicht wirklich gut. Ja. Und er bemängelt ein paar Einstellungen am Getriebe. Da bin ich jetzt auch gerade unterwegs, um das mir mal anzuschauen. Und es ist einfach so, ich merke diverse Vorgänge, die normal nicht so sein sollten. Vielleicht hört ihr es da schon vom Runterschalten. Also wie schon gesagt, ist doch relativ arg appliziert. Ich finde es ein bisschen sogar übertrieben. Vor allen Dingen auf Langstrecke, wo man auf Langstrecke fährt. Wenn ich im dritten Gang Gas gebe, ja, ihr hört es. Schaut mal runter. Ja, es ist viel, viel zu lang. Viel, viel zu übertrieben. Wie schon gesagt, er macht es sowohl in D als auch in S und in manuell. In D finde ich es immer gut, wenn man es da weglässt, dass es da einfach Serie ist. Ja, passt einfach irgendwie nicht. Ist einfach ein bisschen übertrieben. Sonst ist mir nicht wirklich arg viel Negatives aufgefallen. Ich finde, er könnte untenrum ein bisschen spritziger laufen, aber das machen wir dem Kunde nachher, sodass er auf jeden Fall zufrieden ist. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen weiten Weg. Kunde kommt aus Kempten im Allgäu. Da sage ich danke fürs Vertrauen, danke für den weiten Weg, für die Herfahrt. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch, das ist viel, viel zu viel, viel, viel zu arg appliziert. Ich werde jetzt noch ein paar Kilometer fahren und dann werde ich mal unseren Datenstand aufspielen. Und dann wird man mal schauen, wir haben das Schublubbern limitiert auf 2 Sekunden und auch nur in Sport und in manuell. Alles andere macht in meinen Augen keinen Sinn und ist viel zu übertrieben bei dem Fahrzeug. Ja, ist einfach, ist too much. Ich hänge euch jetzt trotzdem mal die Kamera nach hinten und mache euch ein kleines Soundfile vom Auspuff. Gibt ja Leute davon, die wollen das so laut oder die wollen das so haben. Dann schmeiße ich meinen Datenstand drauf. Und dann würde ich sagen, fahren wir noch ein paar Kilometer mit dem neuen Datenstand. Und wenn der Kunde dann zufrieden ist, schickt man ihn wieder nach Hause, weil er hat auch noch 2 Stunden Fahrt vor sich. Jetzt würde ich sagen, bis gleich zum Soundfile. Ciao. Kleiner Vorgeschmack für euch jetzt mit der Software, wo man, ich wollte gerade sagen, montiert ist, wo momentan auf dem Steuergerät sich befindet. Ihr merkt, ich meine, es gibt Leute, die wollen das, die Leute bekommen das auch, aber es ist deutlich zu arg appliziert für das Fahrzeug, deutlich zu lange und vor allen Dingen, wie schon gesagt, in jedem Fahrmodi oder in jedem Gang, das ist nicht gut. Also wie schon gesagt, wir machen jetzt den Datenstand komplett neu, das heißt Motor, Getriebe, Vormarktsaufhebung und Schublubbern. Und wie schon gesagt, Schublubbern nur in S und manuell und das jeweils nur auf 2 Sekunden begrenzt.
Und da denke ich mal, wird es dann schon deutlich besser, oder da wird der Kunde deutlich mehr Spaß haben, weil er sagt einfach, ihm ist das viel zu laut. Er hat auch Angst, dass es halt auffällt, und es fällt definitiv auf. Das habt ihr ja selber gehört, und das macht eigentlich keinen Sinn. Oftmals ist einfach in der Hinsicht weniger mehr, und das ist hier einfach der Fall. Also das ist einfach total überzogen. Es ist einfach deutlich zu stark appliziert. Wenn das jemand von euch haben will, versteht mich nicht falsch, ihr bekommt das. Aber es macht eigentlich definitiv keinen Sinn. Punkt um eins, hört sich unnatürlich an, übertrieben an, und es passt einfach nicht. Ja, es passt zu diesen Autos, passt es nicht. Einfach dezent, wie schon gesagt, 2 Sekunden, das reicht vollkommen und fertig. Ja, ich mache mich jetzt ran, und dann sehen wir uns gleich wieder in der Ausgangsfahrt. Ja, bis gleich. Ciao. Ja, in der Zwischenzeit regnet es bei uns leider, sind jetzt auch über 2,5 Stunden vergangen. Jetzt gerade auf einer Ausgangsprobefahrt, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich bin soweit zufrieden bis jetzt. Wir müssen jetzt nachher einen Kunde noch fahren lassen. Der Kunde ist natürlich dabei. Sein Fazit einholen zum Thema Schubabschaltung, Schublubbern, weil er wollte ein paar Sachen anders haben, wie es davor war. Ich habe es erwähnt, das war die ganze Zeit kodiert. Jetzt haben wir da ein bisschen Gas rausgenommen und auf 2 Sekunden appliziert. Das sollte eigentlich in meinen Augen reichen. In Drive ist es komplett erledigt, und ein S und ein M sind es mit 2 Sekunden hinterlegt, und ich denke, das sollte dem Kunde reichen, ja. So dass er sonst normal fahren kann. Ja. Leistungstechnisch können wir jetzt nicht arg viel testen. Ich habe gerade schon ein bisschen gemacht, weil es regnet relativ stark. Aber ich bin eigentlich soweit zufrieden bis jetzt. Bin ich gespannt, was der Kunde sagt, was der Kunde für ein Fazit abgibt. Und jetzt würde ich sagen, versuche ich euch noch 2, 3 Bilder zu machen vom Fahrzeug. Ich finde das Auto doch relativ schön, den 7er GTI. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Bis bald. Ciao.